Some say he was created when a particle experiment went wrong. All we know is he's not the Stig. He's the Stig's digital cousin. After diagnostic tests and some extensive probing, he's been found to be identical to the real Stig in every way except one. There's a glitch in the code, which makes it possible to beat him. In this challenge, that's exactly what you'll attempt to do, as you race against him one-on-one in identical cars. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Forza 6 Apex mit mir, den Dominik. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute dürfen wir einen Königsegg fahren. Das ist natürlich sehr, sehr ordentlich. Und natürlich wieder die Standardherstellerfarben. Wir nehmen tatsächlich die Farbe hier. Bisschen weiß, ein bisschen blau. Es hat so ein bisschen Kontrast. Und hier sehen wir nochmal den Königsegg. In dieser wunderschönen Villa. Dieses wunderschöne weiße Auto mit schwarzen Felgen. Glaubet mir, das Auto hat Power. Es wird schnell. Und wir fahren ein 1 gegen 1 Rennen. Es geht darum, wer der bessere Fahrer ist. Und los geht's. Ihr nächstes Rennen findet auf der Top Gear Teststrecke statt. Oh, das freut mich doch. Hier treten Prominente, professionelle Rennfahrer und der Stig höchstpersönlich an. Oho, der Stig. Wie auch immer das ist. Das mag wohl einer der ganz besonderen sein. So, unsere Ziele. Unser Primärziel ist natürlich, werden Sie Erster. Bonusziele, liegen Sie nach einer Runde in Führung, erreichen Sie 234 km/h. Drive-Touch-Schwierigkeit durchschnittlich plus. Was haben wir? Durchschnittlich plus, ne? Das ist ja durchschnittlich plus. Denke ich mal. So, deswegen zurück und dann wollen wir doch mal das Rennen starten. So, natürlich wieder ein sehr schönes Spiel. Sehr schöne Grafik. Oh, der gibt schon ordentlich Gas da. So. Ach nein, scheiße. Nein. Sag jetzt nicht, ich musste... Oh, das... Scheiße, wie schalte ich hoch? Das war jetzt ärgerlich. Alter, das war jetzt gemein. Das wusste ich jetzt gar nicht. Wir hatten ja in der letzten Tour, glaube ich, mit Manuellschaltung gespielt. Aber das kriegen wir hin. Ob mit Automatik oder ohne Automatik, das kriegen wir definitiv hin. Das kriegen wir hin, wunderbar. Oh, falsche Taste. Alles safe, alles safe. Alles safe. Alles safe. Erstes Bonusziel erreicht. Bisschen Konzentration muss sein. Kriegen wir alles hin. Oh Gott. Ach, zurückspulen darf ich auch nicht mehr? Naja, nicht so schlimm, ist gar nichts passiert. So, jetzt wollen wir die 234 Stundenkilometer erreichen. Erreicht. Das kann jetzt knallen. Und das wird auch knallen. Genau, er ist... Natürlich. Nein! Oh, starten neu. Das war doch scheiße. Pass auf. Können wir alles so lassen? Rennen starten. Jetzt weiß ich wenigstens, dass wir manuell schalten. Das gibt nochmal schön Erfahrungspunkte. So, kriegen wir alles hin.
Jetzt wissen wir, wie der Hase läuft hier. So. Kein Gegner für uns, sag ich ganz ehrlich. Jetzt erreichen wir schon die 234 Stundenkilometer. Kilometer, hoffe ich. Ne, das schaffen wir nicht. Ne, das schaffen wir leider nicht. Schaffen wir in der... Schaffen wir das nächste Mal. Bin ja froh, dass wir das hier, die Kurve, gerade noch so heil überstanden haben. Okay, oh Gott, der liegt aber gut in den Kurven, muss man ganz ehrlich sagen. Und den kann man auch mal ein bisschen driften. Gut, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Vorsprung, wie ich sehe. So, hier sind wir doch mal schon mal glatt besser rausgekommen als letzte Runde. So, guck mal, alle Ziele, naja, außer das Primärziel haben wir nicht erreicht, aber das schaffen wir schon. Guck mal, das ist einfach, ja, da kannst du auch Weltklassefahrer, oh Gott, einstellen. Wir kriegen das ohne Zurückspulen und mit Handschaltungen oder manuelle Schaltung. Handschaltung hört sich so 0815 an. So, boah, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Und gleichzeitig auch noch reden. Das ist gar nicht so einfach. Ihr kennt das wahrscheinlich selber. Also, wie gesagt, falls ihr Windows 10 habt und ein Autorennspiel haben wollt, kostenlos, kann ich euch Forza wirklich nur empfehlen. Hauptsache, ihr habt auch einen guten PC. Wenn ihr jetzt so nicht so einen leistungsstarken PC habt, dann könnt ihr euch das quasi eigentlich schon abschmieren. Dafür braucht man definitiv einen leistungsstarken PC. Oh, jetzt bin ich schon wieder auf dem Rasen gewesen. Ist nicht gut gewesen. Ja, Forza zieht verdammt viel Leistung und aber es sieht auch dementsprechend gut aus und macht auch eine Menge Spaß. Ich bin auch gespannt, was alles auf uns noch zukommt von den Touren her, also was wir alles fahren dürfen und oh Gott, das war jetzt nicht so gut, aber alles safe. Wir haben einfach Skill, wir wissen, wie es geht. So, wieder diese ganz komisch harte Kurve irgendwie. Also irgendwie... Ah, ja, gut. Diesmal bin ich ein bisschen besser da durch die Kurve gekommen. So. Wir wollen natürlich hier am Limit fahren und das war jetzt too much from the limit. Falscher Gang. Oh Gott. Jetzt, langsam ihn auf hier. Ist das die letzte Runde? Ja, tatsächlich, das ist schon die letzte Runde. So, wir müssen auch vorsichtig mit der Bremse umgehen. Weil die Bremse ist sehr empfindlich. Also wir liegen... Also großen... Oh, großen Vorsprung haben wir jetzt nicht großartig aufbauen können in dem Rennen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Mit Handschaltung, die Stars Ananas. Guck mal, alle Ziele erreicht. So. Das ist doch schon mal schön. Schwierigkeitsgrad, Fahrhilfen, Zeitbonus. 1.000.000 Punkte. Und jetzt haben wir sogar den Zengo Motorsport Civic freigeschalten von Honda. Dann den Mercedes-Benz Black Falcon SLS AMG GT3. Und von Chevrolet die Corvette C06. So, wie viele sind wir? 3.600. Guck mal. Da sind wir doch, also würde ich mal sagen, sind wir doch gut dabei. Ja? Fortsetzen. So, nächste Tour machen. Das war aber cool. Also 1 gegen 1 Rennen kann man mal machen, aber ich bin eher so der Fan von, dass sehr viele mit dabei sind im Rennen. If racing is supposed to be a non-contact sport, then nobody told these guys. Because if you don't finish a touring car race with battle scars and a missing mirror, you're doing it wrong.
They might look similar to everyday cars, but the shape is pretty much the only thing they have in common. Inside, they're stripped to the metal. The bodywork is replaced by beefy new panels. And unlike your mother's car, they spit flames from their exhaust. Ja, ihr kennt meine Mutter nicht. Da kommt auch genug Flammen aus dem Auspuff. So, wir haben ja jetzt eine relativ große Auswahl, würde ich sagen. Nehmen wir den Honda? Oder nehmen wir den Benz? Also vom Handling ist er der Honda besser. Von der Beschleunigung. Okay, Bremsen ist auch noch besser. Beschleunigung und Geschwindigkeit ist ja besser. Und wir probieren es jetzt einfach mal mit dem Benz hier. So. In Gelb natürlich. Wunderbar. Speichert. Okay. In diesem Rennen geht auf jeden Fall was kaputt. Guckt ihn euch an. Diesen wunderschönen Mercedes-Benz. In der Tuning-Version. In Knall, hellem Gelb und sehr vielen Aufklebern. Zum Beispiel mit Titan Race, mit Mad Tools, mit Wix Filters. Und damit geht's jetzt los. Das Rennen findet in Brands Hatch statt. Die Rennstrecke wurde 1926 als Grasbahn errichtet. Ja, das ist interessant. Na, irgendwie, um die Strecke, die sind wir schon mal gefahren. Die sind wir definitiv schon mal gefahren. Aber ich glaube, das ist die längere Version. So, Titan Race. So, nehmen wir das hier wieder mit den 5 perfekte Kurvenverhalten simulierter Schaden. Wollen wir wieder Handschaltung nehmen? Oder Manuellschaltung? Ja, machen wir. Schaffen wir schon. Ohne Zurückspulen, wer braucht denn schon Zurückspulen, wenn man einfach Skill hat? Nicht wahr? Oh ja. Das sieht doch mal geil aus. So, und ab die Post. Oh Gott. Oh, hier geht's ja aber schon gut zur Sache, da. Das mag ich, wenn viele Autos auf der Street sind, ey. Einfach mal jetzt hier vorbeigedüst. Alter, wir sind Zehnter. Das ist richtig schlecht. Mal einen Gang runterschalten hier, mal aus dem Knick kommen, ey. So, ab die Post jetzt hier. So, jawohl. Ab in den Windschatten und dann... Also hier brauchen wir auf jeden Fall... Oh Gott, oh Gott. Hier müssen wir uns irgendwie auf jeden Fall durchschlängeln. Das steht auf jeden Fall fest. So. Platz 7. Aber die liegen verdammt gut auf der Straße, muss ich sagen. Also hier kommst du nicht so ganz schnell raus. So, perfekte Kurven. So, komm, mit denen holen wir uns jetzt auch noch hier. So, das war relativ gut. Boah. Da sind wir ein bisschen besser aus der Kurve rausgekommen. Riech ich auch mal gute Kurve oder so? Das ist ja der Wahnsinn, ey.
gute Kurve. Wir brauchen eine perfekte Kurve. Das ist hart. Wie viele Runden haben wir? Oh, 4 Runden. Dann ist ja noch alles schicko. Gute Kurve. Wir brauchen eine perfekte Kurve. Perfekte Kurve, wunderbar. Die erste perfekte Kurve. So will ich das doch hören. Die nächste gute Kurve. Keine gute Kurve gewesen? Was? Langstrecke Gold, wunderbar. Das war jetzt nicht so eine gute Kurve. Dritter Platz. Wir sind aktuell Dritter, aber ich möchte Erster werden. Komm, jetzt brauchen wir perfekte Kurven hier. Ah nein, falsche Taste. Oh, scheiße, ey. Oh, das war keine gute Kurve. Oh, perfekte Kurve. Ja, wunderbar. Das freut mich doch. Wann zählt eine perfekte Kurve? Ohne Reifenrutschen? Oh, nee, doch. Wunderbar. Ist auch eine perfekte Kurve gewesen. Ich muss jetzt ein bisschen aggressiver fahren, ey. Die haben zu viel Vorsprung da vorne. Gute Kurve. Ah, für mich war die perfekt. Perfekte Kurve. Komm, eine Kurve schaffen wir noch. So, perfekte Kurve. Das Ziel haben wir schon mal erreicht. Jetzt können wir die Kurven fahren, wie wir wollen. So, gib Gummi. Jetzt, komm, also Zweiter werden wir definitiv noch. Komm. Nein! 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 Oh, fuck! Wie wärst du denn hier ausgebremst? Das ist ja hardcore. Der hat ja überhaupt keine Haft auf dem Land, ey. Ich dachte gerade, dafür sind die gemacht, die Dinger, ey. Naja. Fahrfehler. Wir können das aber, wir können den zweiten Platz noch erreichen, ey. Aber dafür muss ich jetzt alles riskieren. Jetzt komm, gib Gummi, ey. Ah, Dritter, das ist schwach. Alter, wie der einfach an mir vorbeizieht, obwohl ich das schnellere Auto habe. Gibt's ja gar nicht, ey. Komm. Komm. Dich hole ich noch. Das sag ich dir. Komm, gib Gas, Alter. Ey, die ziehen mir alle weg, ne? Ohne Spaß. Die ziehen mir alle weg. Also, das ist krass. Geschwindigkeit ist hier irgendwie nicht drin bei dem Auto. Schade. Sind wir nur Dritter geworden. Gucken wir mal auf die Punktzahl der Punktzahl. Ja. Nicht mal 3 Medaillen. Das ist hart. Das ist richtig hart.
Oh, das ist richtig hart, ey. Schade. Na, komm, probieren wir es nochmal. Komm, wir probieren es. Nein, oh scheiße. Ich wollte es nochmal probieren. Oh, kacke. Oh nein. Obwohl, probieren wir. Ach komm, vielleicht wenn wir das durchhaben, können wir das hier nochmal alles ausbessern. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und auch das nächste Mal dabei sein hier bei Forza Motorsport 6 Apex. Mit mir, den Daumen. Tschüss, haut rein. Habt noch einen schönen Tag.